Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Hofbergmann. So, weiter geht's mit der Unkrautbekämpfung. Let's go. Und noch düngen und plus noch kalken. Erstmal dieses Unkraut weg hier. Ersten Tag schon fast geschafft, Herr Korbe. Nicht mehr wachsen. Wachsen machen. Komplett ein Dingsbums. So. Mal wieder eine Bahn. Bin schon mal beendet. Über. Oh, ist jetzt geknappt heute? Kann ich es nicht mehr hier künftig fahren? Oh, ja. Aber irgendwie habe ich heute einen Knick in die Optik. Wieder.
So, Dilly. Also wieder nach unten und dann so traurig, dass der Arsch leer ist. Und bumm, das fällt auch gleich. Wagen fahren wir hinten über die BGA. Reifeisen. Ich mal als nächstes noch gekauft. Dann zu schützen. Nochmal. Mal schnell einen Schluck trinken. Geht's weiter. Das muss sein.
Was eine Spindel, kann man am Rande irgendwelche Passfotos machen? Ganz bekannte Paparazzis. Nicht so fotogen bin ich noch nie, aber der Meinung, die müssen nicht fotogen. Ich persönlich kann mich auf Fotos nicht sehen, aber manchmal sagen, ja, bei der Seite Schwarz-Weiß-Fotos, die ich noch nicht sehe. Das ist ja ich auf normalen Fotos nicht gerade fotogen aus für mein Empfinden. Aber auf den Passfotos, die aus den Autos gemacht waren, schwarz-weiß und grobkörnig, sehen noch schrecklich aus. Eigentlich müsste ich dafür Geld kriegen, die ich von mir ein Foto gemacht habe und nie umgedreht. Die von mir Geld haben, weil sie von mir ein schönes Foto angeblich gemacht haben. Foto, was da immer rauskommt, muss man schwarzes Geld bezahlen. Also sind nochmal die Blitzfotos. Entweder links in der Auflösung, die ich da drin habe, da sind recht viele Fotos drin. Weil ich sag mal, jedes Handy macht bessere Fotos wie ein Blitzer. Das muss nicht mal irgendein teures Markenhandy sein, das reicht so nur neben preiswertes Handy. Da muss die preiswerten Firmen und den großen Marken nichts, wenn dem nichts nach. Teilweise sind sie sogar großen Marken überlegen. In manchen Sachen. Also wahrscheinlich auf den Fokus bei der Entwicklung auf Sachen setzen wie einige andere große Marken. Ja. Dann aber preiswerter sind wie andere, weiß ich dann. Redet dann wieder der Markenname, denn weil der Markenrechte das alles bezahlen muss. Marke X, damit ihr Name geschützt ist, muss ja gewisse Dinge bezahlen und das kommt im Kaufpreis. 0,850. Marke, die dann nicht A nicht bekannt ist, B vielleicht preiswerter produzieren kann, aus Gründen auch immer, die ich nicht weiß und nicht behaupten will. Weil vieles macht dann Unterschied, wo du produzieren lässt. Super Länder, da kann man so sehr, 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 sehr preiswert produzieren. Aber da sind die Bedingungen dort nicht so ganz so ideal. Was man so ab und an mal in Medien berichten. Aber so sind wir halt, wir wollen das Beste, Schnellste, Teuerste, Beste, Schnellste und wissen nicht, was alles haben und dann wenig Geld. Günstig ist halt solche, die immer produzieren lassen, die nicht so ganz koscher sind. So. Und der ist auch fertig. Machen wir den nochmal voll. Steckt man hoch mit seinem Pflanzenschutz. Hält, noch gedroschen, angesät und weiter und so fort. So. Ups. Da muss hin. Das ist sehen, wenn er denn hier im
Den Kramer werde ich auch mal umparken bei Gelegenheit. Ich habe immer Angst, der Start dagegen dengelt. Hab ich wahrscheinlich mehrisch erwischt beim Drücken oder zweimal gedrückt. Wo könnte man mal hinstellen? Verdrehung 90 Grad. Ging ja auch noch. Na Quatsch, halber Schlang vor. Nur außer gegen die Wand, das ist so prickelnd. Und bin mal gespannt, ob der markierte Blitzer wieder unterwegs ist. Oder ob er nicht am Feld 4 rumsteht. Güte, aber ich habe ja noch genug anderes zu tun. Das ist ja jetzt nicht so, als hätten wir nichts anderes momentan am Werkeln. Hier steht. Taktisch, praktisch. Wir gleich nach den Tieren noch mal gucken. Wachs haben, so weiter über A wird sowieso nichts an Wachs kommen, die ist voll ausgeschöpft. Anfang lohnt sich jetzt was Neues nicht mehr. Leider mal nach den Tieren. Von vorher zu 5 aus. Da gucken wir mal ganz schnell nach dem spanischen Termin. Mal wieder das Speicher. Fällt auf 20 Minuten. Park. 100 Liter Milch. Park. Fast noch 3 Tage. Beine sind. Gibt schon das nächste hier in 6 Stunden. Ja, 3. Ja, quasi als auch. Geht los. So. Da wollte ich mal schnell noch reingucken. Einmal passt noch. So, jetzt können wir noch weiter quasseln. Weil bei den Bienen lieber Mund zu, nicht dass man so was verschluckt. Winde ungesund werden. Oha. Mist. Ach, Karton. Ja. Aber das probiere ich jetzt im Off mal, wie das ich mich jetzt blamiere. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Raus. Schaut, sagt euer Ja so.